Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Dieses Video, das über den Eid der Jesuiten geht, und zwar den extremen Gehorsamseid der Jesuiten, hatte ich mich ja schon lange gefreut, auf meinem Kanal mal zu machen. Und nachdem Bruder Andreas letztes Jahr die Übersetzung gemacht hat für die Zusammenfassung von Herrscher des Bösen, habe ich ihn gefragt, ob er mir nicht auch den Eid mal übersetzen könnte, und glücklicherweise, bevor er sich ein bisschen von dieser Arbeit zurückgezogen hat, hat er das noch erledigen können, und ich habe das jetzt schon ein paar Wochen hier bei mir auf dem Computer liegen. Aber man muss ja auch immer in der richtigen Stimmung sein, um sowas erstmal zu machen, ne? Und heute Nacht, also letzte Nacht, habe ich hier so halb wach gelegen und da ging mir die ganze Zeit durch den Kopf, ja, wenn du das Video dann machst, was musst du dann sagen und was musst du dann für Bilder reinmachen und wie machst du das und dies und das und das. Naja, und wenn man da so schwanger mitläuft, dann muss man am nächsten Tag eben auch gebären. Ne? Und heute ist halt der 27. Mai, ein schöner Sabbat, wunderbares Wetter draußen, sicher 30 Grad, wenn nicht ein bisschen mehr. Herrlich warm ist es hier, die Sonne scheint in Belgien, denke ich, von setze ich mich hinter meinen Computer und mache endlich mal das Video von dem Eid der Jesuiten. Und zwar diesem oder des Eides, je nachdem, ja, des Eides, will ich mal sagen, den ich damals natürlich schon in Rulers of Evil, also im Englischen, gebracht habe und natürlich dann auch in der deutschen Zusammenfassung Herrscher des Bösen, in Kapitel 7, als wir das besprochen haben. Das heißt The Fingerstroke of God oder im Deutschen eben der Fingerzeig Gottes. Ja? Und da seht ihr hier den Ausspruch Hoc est Dictus Dei. Das ist der Ausruf, den Papst Paul III., den wir hier sehen, der Antichrist, gemacht hat, nachdem Ignatius von Loyola ihm den Eid vorgelesen hat, den er und seine Kompanie, die wir hier hinter ihm sehen, leisten würden als Treueeid zu dem Papst. Daraufhin hat sich der Papst erst bereit erklärt, die Kompanie oder die Gesellschaft Jesu zu gründen. Ein paar Jahre zuvor hatte Ignatius das schon mal gemacht, aber wurde er vom Papst abgewiesen. Das war in den 30er Jahren. Oder sogar erst in den 20er Jahren. Nein, in den 30er Jahren war das erst. Schlussendlich kam es dann erst 1540 zur Gründung der Jesuiten mit der Bulle Regimini Militantis Ecclesiae, das ihr ja inzwischen gut genug wisst, was wir schon ein paar Mal besprochen haben. Aber eben als Ignatius Loyola diesen Eid, den er selbst natürlich aufgestellt hatte, dem Papst vorgelesen hatte, da rief der Papst aus, Hoc est Digitus Dei, das ist der Fingerzeig Gottes. Naja. Dass er damit beschwerlich den Gott der Bibel gemeint haben kann, ist ja, glaube ich, logisch, wenn man sich den Eid anschaut. Und dass wir das tun können, darum habe ich gesagt, dann mache ich heute mir die Arbeit und werde den Eid vorlesen. Nur bevor ich das mache, habe ich mir nochmal eine andere Sache rausgesucht. Ihr wisst ja vielleicht, oder vielleicht auch nicht, dass ich diesen Eid bereits 2014 einmal in Englisch gemacht habe, also da ein Video drüber gemacht habe. Ja? Das war in 2014 zur Zeit von Nothing But The Truth. Ja?
Und ich habe das Bild hier von dem Jesuiteneid. Das könnt ihr euch anschauen. Das ist das Video, das ich dazu gemacht hatte. Nothing but the truth, the Jesuits and the evil oath of induction. Ne? Also die nichts als die Wahrheit, die Jesuiten und ihr teuflischer Eid des Gehorsams. Ne? Induction ist im Grunde der Gehorsamseid. Als ich das Video gemacht habe, habe ich da ein interessantes Papier mit zu Rate genommen, habe ich damit mit beigenommen, das ich euch jetzt auch eben hier nicht vorenthalten möchte. Das werde ich mal eben hier zeigen. Das ist zwar in Englisch und das werde ich jetzt auch nicht übersetzen, aber ich werde euch zeigen, worum es geht. Es ist ein Papier eines belgischen Jesuiten, der hier in Löwen an der Königlichen Universität wohl arbeitet und der eine Dissertation darüber geschrieben hat, über die Lebensweise, über die Ausbildung der Jesuiten in Englisch. Damals noch mit dem Einverständnis des damaligen Jesuitengenerals Adolfo Nicolás, der ja inzwischen letztes Jahr 2016 abgelöst wurde durch den Sosa oder wie er heißt, wenn ich mich richtig erinnere. Und was ich eben zeigen möchte, ist, dass wir hier einmal sehen von einem Jesuiten selber, also es ist hier keine Verschwörungstheorie, wie auch viele Leute meinen, der Eid ist Verschwörungstheorie, da komme ich gleich nochmal drauf, dass wir hier sehen, was die Ausbildung eines Jesuiten überhaupt beinhaltet. Ne? 2 Jahre ein Noviziat, dann gibt es die ersten Eide, die man ablegen muss, ja? Über die Armut, über den Gehorsam und über die Enthaltsamkeit. Dann wird man weiterhin, also hier bekommt der Novize entweder eine Einladung in seine Priesterschaft oder aber er wird ein Jesuitenbruder, auch genannt ein temporaler oder zeitlicher Jesuitenkoadjutor. Das sind die Leute wie zum Beispiel Menschen wie Alex Jones und solche Leute. Das sind Temporal Coadjutor. Das heißt, die haben teilweise eine jesuitische Schulung, sind halt ein Jesuitenbruder, aber eben nicht in der Priesterschaft, sondern sind halt nur so ein Mitarbeiter des Jesuitentums. Diese temporalen Koadjutoren, damit wimmelt die ganze Welt von. Ja? Und dann geht es halt weiter über 2 Jahre Ausbildung. Philosophie, natürlich die griechische Lehre, das wissen wir ja inzwischen, darauf ist ja Rom und die römisch-katholische Kirche basiert, auf der griechischen Philosophie. 2 Jahre dann Vollzeit apostolisches Internship, also mit Wahrscheinlichkeit noch von einem Jahr Jesuitenarbeiten, dann 5 Jahre Theologie auf einem Universitätslevel. In Europa ist das zum Beispiel entweder in Paris, in Madrid, in Rom, London oder vielleicht gibt es inzwischen auch noch andere Plätze. Danach folgt Ordination, dann nochmal 5 bis 6 Jahre apostolische Arbeit und zusätzliche Studien, ein Jahr Tertianship, was auch immer das sein möge. Jetzt habe ich jetzt keine Lust, das nachzugucken und zu übersetzen. Und natürlich ein drittes Jahr Noviziat. Und nach diesem dritten Jahr nimmt der Jesuitenpriester den finalen Schritt, um seine Eide, ja, die er hier abgelegt hat, seine Versprechen, seine Eide, Vows, das ist ja ein Versprechen, ein Eid natürlich in diesem Fall, von Armut, Enthaltsamkeit und Gehorsamkeit. Und wenn er ausgewählt wird zu einem professierten Jesuiten des vierten Eides, den Extra-Eid zur Gehorsamkeit gegenüber dem Papst. Ja? Da könnt ihr also ja selber mal ausrechnen, 2 Jahre, 2 Jahre, 2 Jahre, 5 Jahre, 5 bis 6 Jahre und ein Jahr. Also in total kommen wir auf beinahe 20 Jahre Ausbildung, bis man überhaupt so weit kommt, dass man diesen vierten Eid überhaupt ablegen kann. Und wir werden auch gleich noch sehen, das ist nicht für jeden Jesuiten, sondern das ist nur eine ganz bestimmte Elite von Jesuiten, die überhaupt dafür ausgewählt wird, die in Anmerkung kommen, um diesen Eid überhaupt ablegen zu können. Ja. Nun, ich habe mir hier natürlich den Eid vorbereitet und da werden wir dann auch gleich nochmal mit weitergehen. Also wie gesagt, ich hatte ja hier jetzt mit diesem Bild angefangen. Wollen wir das mal eben auf die richtige Größe bringen, dass wir hier nachher unser Bild auch noch lesen können. Ne? Also, dass ich meinen Text noch lesen kann und dass wir daneben dann die Bilder sehen können, wenn es denn gleich losgeht mit dem Jesuiteneid, den ich also dank meinem Bruder Andreas übersetzt bekommen habe. Und der Schwur der Jesuiten, wovon ich dann hier halt
Bemerkung mit reingemacht habe. Ja, man sollte sich auf gar keinen Fall darauf einlassen, dass das ein Schwindel ist. Ne? Sag ich hier, er ist kein Hoax. Ne? Seit dem Amtsantritt vom Papst Franziskus findet eine Online-Kampagne des Vatikans statt, den Schwur der Jesuiten als Hoax bzw. als Schwindel zu bezeichnen. Ja, natürlich, das machen sie immer gerne. Ja? Nur, und jetzt suche ich mal eben das richtige Bild raus, was ich dazu eigentlich zeigen wollte. Papst Franziskus, der erste Jesuitenpapst, ja. Papst Franziskus hat im März 2013, als er den Stuhl des Weißen Papstes übernahm, als erster Jesuit, offiziell zumindest, wir wissen ja nicht, was alles hinter den Gardinen passiert, wo wir nicht hinterschauen können, als erster Papst, der aus dem Jesuitenorden hervorgegangen ist, den weißen Papststuhl übernommen. Also der erste jesuitische Papst ist der Papst Franziskus, Jorge Mario Bergoglio. Und die Jesuiten sind in der letzten Zeit immer offener und offener geworden, weil die Leute ja sowieso nicht begreifen, wofür der Orden im Grunde steht, und kommen deswegen oftmals mit ihren Dingen auch ganz offen raus, wie zum Beispiel: Offiziell, Papst Franziskus ist der erste Jesuitenpapst. Kein Problem. Die Leute wissen sowieso nicht, was die Jesuiten sind. Sie schätzen sie total verkehrt ein. Die paar Leute, die es wissen, denen wird dann gesagt: Ja, aber dieser Schwur der Jesuiten, von dem ihr sprecht, das ist ein Schwindel, das ist ein Betrug. Aber nein, das ist nicht so. Weil man muss sich davon bewusst sein, dass sich eine Aufzeichnung dieses Schwurs der höchsten Weihe der Jesuiten, so wie er hier abgedruckt ist, im Verzeichnis des Kongresses der Vereinigten Staaten von Amerika befindet. Dazu kann man zu den Congressional Records of the USA gehen, also House Bill 1523, Contested Election Case Eugene C. Bonneville against Thos S. Butler am 15. Februar 1913, auf den Seiten 3215 und 3216. Nun ist es so, dass inzwischen anscheinend diese paar Seiten aus dem Congressional Record, also aus den Annalen des Kongresses, entfernt wurden. Aber dieser Schwur befindet sich ebenfalls in dem Buch Subterranean Rome, das ein Buch ist von Charles Didier, das aus dem Französischen ins Englische übersetzt worden war und 1843 in New York publiziert wurde. Also da sehen wir, 1843 in dem Buch kommt der Eid der Jesuiten bereits vor, und 1913 wurde er erst in dem Kongress der Vereinigten Staaten festgesetzt. Also das sind 70 Jahre davor, wo er schon mal rauskam. Auf diesem Buch, also das Buch Subterranean Rome, beruht auch der folgende Beitrag: Dr. Alberto Rivera entkam dem Jesuitenorden im Jahre 1967, und er beschrieb den Schwur der Jesuiten genauso, aber ganz genauso, wie er in jenem Buch abgedruckt ist. Nach dem gründlichen Lesen des Beitrages solltest du dich fragen: Handelt es sich wirklich um die Kirche von Jesus Christus? Na, also bei der römisch-katholischen Kirche handelt es sich natürlich nicht um die Kirche von Jesus Christus. Warum kann ich das denn jetzt hier nicht markieren von der Farbe her? So, handelt es sich wirklich um die Kirche von Jesus Christus? Nein. Handelt es sich nicht. Und das werden wir natürlich auch sehen, wenn wir diesen Eid lesen. Aber ganz wichtig ist, dass wir erstmal begreifen, dass das hier keine Verschwörungstheorie ist, dass dieser Eid nicht erfunden ist. Und ich möchte da eben mal verweisen auf das Buch Code Word Babylon. Das ist ein Buch, was ich letztens angefangen habe zu lesen, von P.D. Stewart. Der Untertitel heißt Danger in the Vatican. Das ist der erste Teil. Es gibt zwei Bücher, jeweils 550 Seiten. Also eine ganze Menge zu lesen. Und sobald man in diesem Buch anfängt zu schmökern, liest man von der Mundita Secreta. Das ist übersetzt ins Deutsche die geheimen Instruktionen der Jesuiten. Aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt im 19. Jahrhundert. Hier gedruckt von 1924. Also Anfang des 20. Jahrhunderts. Die geheimen Instruktionen der Jesuiten sind im Grunde nichts anderes als die Constitution, die Verfassung der Jesuiten, wie wir hier sehen. Und über die Verfassung der Jesuiten wurden verschiedene Bücher geschrieben, unter anderem hier von William Cornwell Cartwright, die Jesuiten, ihre Konstitution, also ihre Verfassung und ihre Lehren. Ja. Diese Dinge gehen alle ineinander. Ja. Auch in Deutschland war damals bekannt,
Hubert Hermanns hat ein Buch geschrieben, der Jesuit, der vaterlandslose Dunkelmann. Wieso ist denn der vaterlandslos? Ja, das werden wir verstehen, wenn wir auf den Eid gleich kommen. Nur, bevor wir jetzt hier weitergehen, wollte ich hier eben nochmal auf die Munita Secreta raus. Wenn man das Buch anfängt zu lesen, Code Word Babylon, das ist in den ersten 30, 40 Seiten, spricht P.D. Stewart über die Munita Secreta. Etwas, was viele Leute überhaupt nicht wissen. Und diese Verfassung der Jesuiten, von denen auch damals, und ich spreche jetzt vom 18. Jahrhundert und 19. Jahrhundert, vor allen Dingen 18. Jahrhundert, wo damals davon angenommen wurde, ja, diese geheimen Instruktionen, die gibt's gar nicht, das ist nur ein Gerücht, das ist nur eine Verschwörungstheorie und diese Verfassung gibt's überhaupt nicht. Aber P.D. Stewart belichtet hier einen Fall, und das kann man nicht nur in seinem Buch nachlesen, sondern auch noch in anderen Büchern nachlesen, einen Fall, da gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein, ich gehe darauf ein in der Buchlesung, die ja noch kommen wird von mir, die verborgene Geschichte der Jesuiten, da kommt das auch drin vor, da gehen wir da noch kurz drauf ein. Da gibt es auf jeden Fall einen Gerichtsfall in Frankreich, zur Zeit, wo die Jesuiten dort im 18. Jahrhundert verboten werden sollen. Und in dieser Gerichtsverhandlung werden die Jesuiten gezwungen, ihre Verfassung vorzulegen, weil derjenige, der verteidigt wird in dem Fall vor Gericht, sich auf diese Verfassungen eben beruft, zu sagen von, ey, guck mal, ich bin nicht schuldig, ich habe nur gehandelt nach den Verfassungen der Jesuiten. Ja, sagt das Gericht, dann wollen wir diese Verfassung der Jesuiten aber auch bitte schön sehen. Und damals mussten sie die öffentlich zugänglich machen. Die Munita Secreta. Darüber hat P.D. Stewart in seinem Buch geschrieben, Code Word Babylon. Wie gesagt, ein fantastisches Buch, wenn man etwas über Geheimgesellschaften wissen will, über die Jesuiten, Freimaurer und solche Sachen, dann muss man dieses Buch gelesen haben. Ich bin da jetzt mit bei und werde es auch demnächst auf meinem Kanal in Zusammenarbeit mit Brett Norman wahrscheinlich zusammenbringen. Aber der Punkt ist, es gibt viele Leute, die werden dieses Video anfallen nach dem Motto von, oh, der Jesuiten-Eid, das ist alles erstunken und erlogen. Und ich sage euch, ich habe hier Dokumentationen darüber, dass es das tatsächlich gibt. Und wenn wir jetzt dem P.D. Stewart hier nicht glauben wollen, das ist dann in Ordnung. Das ist eine Sache, okay? Aber wie erklären wir uns denn dann bitte schön die Arbeit, die moderne Arbeit, das ist ein paar Jahre alt, ihr könnt das im Internet runtersuchen, von dem Löwischen, also dem hier in Löwen in Belgien, dem Jesuiten, der über die Ausbildung der Jesuiten spricht, und ich habe jetzt eine Seite rauskopiert, ihr könnt euch denken, dass man über den Eid vielleicht auch noch woanders spricht, ja, und wo es dann hier geht über die finalen Eide, die abzulegen sind. Der General Superior, ja, also der oberste General, der schwarze Papst, lädt den Jesuiten ein, um seine wiederholten Eide von Armut, Enthaltung und Gehorsam zu wiederholen, und einige werden eingeladen, um auch den vierten Eid des Gehorsams an den Papst auszusprechen. Das schreibt der Jesuit van Leeuw heutzutage. Um welchen Eid geht es denn da? Aber, ja genau, es geht um den Eid, den wir jetzt hier besprechen, der Schwur der Jesuiten. Handelt es sich wirklich um die Kirche von Jesus Christus? Ja, das ist eine Frage, die könnt ihr euch stellen, wenn ihr den gelesen habt. Wir werden ihn gleich lesen. Ich werde das Video so aufteilen, ich weiß nicht, ob ich das in ein oder zwei Teile mache. Auf jeden Fall werde ich das Video so aufteilen, dass ich den Eid lese, ohne Kommentar, und dass ich ihn danach nochmal lese und dann kommentiere. Also wird das entweder ein sehr langes Video oder es wird ein zweiteiliges. Ich schätze mal eher, es wird ein zweiteiliges Video. Aber das ist ja auch kein Problem. Nun, bevor ich hiermit anfange, möchte ich nochmal eben auf etwas anderes hinweisen. Ich werde nachher einen kleinen Film abspielen. Hier ist das im Augenblick jetzt noch schwarz. Das heißt A Lamp in the Dark, The Untold History of the Bible von 2009. Das ist ein Film von Christian Pinto, der einige tolle Filme gemacht hat, wie zum Beispiel The Hidden Faith of the Founding Fathers, also der verborgene Glaube der Gründungsväter. Da geht es um die Gründungsväter der Vereinigten Staaten. Dann Riddles in Stone, also Geheimnisse in Stein. Und eben auch A Lamp in the Dark, also eine Lampe im Dunkeln. Die unerzählte Geschichte der Bibel und den zweiten Teil Tares and the Wheat.
Das Kraut und das Unkraut oder wie auch immer, die guten Samen und die schlechten Samen, wie auch immer das in der Bibel da erzählt wird. Jesus spricht da ja auch von. Das ist der zweite Teil davon. Und diesen Film, der dauert über 2 Stunden, den gibt es hier mit deutschen Untertiteln. Also der Film ist Englisch, aber die Untertitel sind wirklich nicht schlecht. Und das gibt's vom YouTube-Kanal Amy2x, also Amy und dann die Zahl 2 und X. Jemanden, mit dem ich früher noch Kontakt hatte, selbst bevor ich Christus wurde. Bevor ich Christ wurde, also bevor Gott mich gefunden hat und ich dadurch den Glauben an Gott gefunden habe, durch das er sich mir offenbart hat. Noch bevor das passiert ist, hatte ich mit Amy2x ganz am Anfang meiner YouTube-Zeit bereits Kontakt und bin halt drauf gefallen, dass sie diesen Film da mit deutschen Untertiteln hat und den sollte man sich sicherlich anschauen. Also solltet ihr mal googeln: A Lamp in the Dark, The Untold History of the Bible, German Subtitles. Könnt ihr entweder in Google oder in YouTube in die Suchmaschine so eingeben und dann könnt ihr das sehen. Und dann könnt ihr diesen wundervollen Film, den ich auch in meiner Abspielliste My Path to Christianity, also mein Pfad zum Christentum habe, könnt ihr euch den anschauen. Und da könnt ihr sicherlich viel von lernen. Ja? So, jetzt wollen wir eben gucken, wo wir hier sind. Ja, Stunde der Wahrheit, da waren wir, genau. Und dann machen wir auch gleich mal weiter. Die Jesuiten und ihre Konstitution, da hatten wir ja drüber gesprochen. Der Jesuit, der vaterlandslose Dunkelmann. Ja, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja, da gehen wir gleich drauf ein. Jetzt mal eben fangen wir dann an mit dem nächsten Stück hier zu lesen. Ja? Das war jetzt gerade eben alles im Grunde nur Einleitung. Ja? Und jetzt geht es um einen Artikel, den man so oder ähnlich auch im Internet findet, aber wie gesagt, nicht alles, weil das, was ich jetzt als erstes hier vorlese, das findet man nicht überall. Und deswegen habe ich immer gesagt, der Jesuiteneid ist nicht in seiner Vollständigkeit im Internet irgendwo auf Deutsch hochgeladen, dass ich davon Kenntnis habe. Und deswegen möchte ich mir die Arbeit machen, diesen Jesuiteneid vollständig in Deutsch zu bringen und euch zu lehren. Die Übersetzung, die der Andreas hier gemacht hat, ist genommen von einer Webseite, die heißt POGM, Presence of God Ministries. Das ist eine sehr empfehlenswerte Webseite, wenn man Dokumente oder Videos oder was auch immer sucht, um Dinge zu dokumentieren. Ja, also wirklich kann ich nur jedem anraten. Wenn man sich da einmal rein verschmökert, dann ist man da eine ganze Zeit lang auch mit beschäftigt. Nun, wie gesagt, die Übersetzung des Jesuiteneides sind 7 Seiten und so wie ihr seht, sind wir noch gerade mal in der Mitte der ersten Seite nach fast einer halben Stunde, also das kann natürlich ein bisschen dauern. Wie gesagt, zur Not mache ich das halt in 2 Schritten, nämlich einmal das normale Vorlesen und einmal das Analysieren. Je nachdem, wie wir hinkommen mit der Zeit. Ich habe es noch nicht getestet, wollen wir mal schauen. Also, es geht los hier. Wenn ein Jesuit niederen Ranges zu einem höheren Kommando berufen wird, das heißt, sobald er in Befehlsform kommt, weil man darf ja nicht vergessen, die Jesuiten sind ein Militärorden. Und als normaler Soldat gibt man keine Befehle, da empfängt man nur Befehle. Aber je höher man kommt, entweder in den Unteroffiziers- oder in den Offiziersrängen, so wie es im normalen Militär ist, bekommt man mehr und mehr Befehlsgewalt. Mehr und mehr Verantwortung und wird man natürlich auch mehr und mehr in die wirkliche Geschichte eingeweiht. Die unteren wissen gar nichts und die oberen wissen viel. Alles weiß nur der Oberste, der General. Der General in diesem Fall. Also wenn ein Jesuit niederen Ranges zu einem höheren Kommando berufen wird, wird er zu der Kapelle des Ordenskonvents geführt, in der lediglich 3 Menschen anwesend sind. Der Prinzipal oder Vorgesetzte, Superior, steht vor dem Altar. Hier sprechen wir von dem schwarzen General, dem schwarzen Papst, der oberste General der Gesellschaft Jesu. An jeder Seite steht ein Mönch, von denen einer ein weiß-gelbes Banner hochhält, den Farben des Papstes gemäß. Ihr wisst ja, die Vatikanflagge ist ja auf der linken Seite weiß und auf der rechten Seite gelb. Und der andere, ein schwarzes Banner mit einem Dolch, mit einem roten Kreuz über dem Schädel, mit gekreuzten Knochen, der mit dem Wort INRI versehen ist. Woher kennen wir das Wort INRI? INRI.
Eine Idee? Woher wir das kennen? Suchen wir doch mal eben ein Bild, um das rauszuholen. Hier bei mir, wenn der Computer mal arbeitet. Und dann sehen wir, oh, wir haben hier ein Bild von einem gekreuzigten Jesus und da steht oben drauf INRI. Und wofür steht das? Naja, es wird uns erzählt, dass das INRI steht für Jesus König von Nazareth. Ja, König, Jesus von Nazareth, König der Juden. Das wird uns erzählt. Und dass das so auf dem Kreuz stand, das ist halt die Kreuzesinschrift. Das wird uns erzählt. Na, die wirkliche Kreuzesinschrift, da gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein, das könnt ihr euch in der Bibel bitte schön selbst aussuchen. In Wirklichkeit stand über dem Kreuz, wo Jesus angenagelt wurde in Golgatha, damals nicht ein Schild mit den Buchstaben INRI, sondern da stand drüber in drei verschiedenen Sprachen, so steht es in der Bibel an verschiedenen Stellen notiert, Jesus, König der Juden aus Nazareth. Weiß ich jetzt nicht, ob das genau dieser Wortlaut ist, aber es war ausgeschrieben, es war nicht abgekürzt. Und es war geschrieben in drei Sprachen. Es war geschrieben in Hebräisch, in Latein und in Griechisch. Ja? Also, wenn wir dieses Bild sehen, was wir gerade eben gesehen hatten, INRI, hier, der Jesus am Kreuz mit den Buchstaben darüber, das ist nicht, wie es sich damals abgespielt hat, als Jesus wirklich gekreuzigt wurde. Da muss man sich darüber bewusst sein. Aber jedes Mal, wenn wir in eine Kirche gehen, und sicher eine römisch-katholische Kirche, und wir sehen da ein Kreuz, dann hängt über diesem Kreuz das Schild INRI. Nun, wenn wir hier zu dem Eid weitergehen, dann sehen wir, dass darunter unter INRI die Worte stehen: Iustum, Necar, Reges, Impius. Die Bedeutung hiervon ist, und dann wird es auch gleich ganz deutlich, warum sie das gebrauchen an einem Kreuz, wo Jesus draufhängt. Es ist gerecht, pietätlose und häretische Könige, ketzerische Könige, Regierungen und Herrscher auszulöschen oder zu zerstören. Es ist gerecht, pietätlose und ketzerische Könige, Regierungen und Herrscher auszulöschen oder zu zerstören. Dafür stehen die Worte INRI. Nun rufen wir uns nochmal eben das Kreuz in Erinnerung, wo Jesus draufgehängt wurde, und darüber hängt man dann den Spruch: Es ist gerecht, pietätlose und häretische Könige, Regierungen und Herrscher auszulöschen oder zu zerstören. Was haben die Römer denn mit Jesus am Kreuz gemacht? Sie haben ihn zerstört. Nur Jesus hat das Kreuz überwunden und ist wieder auferstanden. Das ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber deswegen finden wir heute noch in römisch-katholischen Kirchen, hauptsächlich aber auch in anderen Kirchen, die Kreuze mit der Inschrift INRI. Das ist eine Verleugnung Jesus Christus als der Messias. Das ist eine Verleugnung Jesus Christus, der rechtmäßige Erbe dieser Welt. Das ist eine Verleugnung dessen, dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, dass er ein rechtmäßiger König nicht nur Judäas, nicht nur Israels, sondern dass er der König der Könige ist, dass er der König dieser Welt ist. Das ist eine Verleugnung davon. Dieses INRI ist eine Verleugnung davon. Diese Einschrift, es ist gerecht, pietätlose, häretische Könige, Regierungen und Herrscher auszulöschen oder zu zerstören und das auf Jesus Christus zu beziehen. Ja. Auf dem Boden befindet sich ein rotes Kreuz, vor dem der Postulant oder der Kandidat eben kniet. Der Vorgesetzte überreicht ihm ein kleines schwarzes Kruzifix, das er in seine linke Hand nimmt und an sein Herz presst, während der Vorgesetzte ihm einen Dolch zeigt, den er an der Klinge greift und mit der Spitze an sein Herz hält. Wobei der Vorgesetzte, ja, und da wollte ich nochmal eben auf das Bild hier eingehen, INRI, ja, Iustrum Necer Reges Impius, okay,
Also, der Vorgesetzte überreicht ihm ein kleines schwarzes Kruzifix, das er in seine linke Hand nimmt und an sein Herz presst, während der Vorgesetzte ihm einen Dolch zeigt, den er an der Klinge greift und mit der Spitze an sein Herz hält, wobei der Vorgesetzte den Dolch immer noch am Griff festhaltend folgende Worte an den Postulanten richtet. Und jetzt sehen wir hier, wie so etwas bei dem Eid abläuft. Zitat. Der Vorgesetzte spricht: Mein Sohn, bislang wurdest du gelehrt, als Heuchler zu agieren. Unter den römischen Katholiken ein römischer Katholik und auch unter deinen Brüdern ein Spion zu sein. Keinem Menschen zu glauben, keinem Menschen zu trauen. Unter den Reformern ein Reformer zu sein, unter den Hugenotten ein Hugenotte zu sein, unter den Calvinisten ein Calvinist zu sein, unter den Protestanten hauptsächlich ein Protestant zu sein und ihr Vertrauen zu erlangen, um danach zu streben, von ihren Kanzeln zu predigen und mit aller Vehemenz, die in deiner Natur liegt, unsere heilige Religion und den Papst zu beschuldigen und sogar so niedrig zu sinken, ein Jude unter Juden zu werden, so dass es dir gelingen kann, alle Informationen zum Wohle deines Ordens als ein treuer Soldat des Papstes zu sammeln. Dir wurde beigebracht, heimtückisch den Samen des Neides und Hasses in Gemeinschaften, Provinzen und Staaten zu säen, die sich im Frieden befanden, sie zu blutigen Taten zu animieren, in gegenseitige Kriege zu treiben und Revolutionen sowie Bürgerkriege in Ländern anzuzetteln, die unabhängig und wohlhabend waren, Kunst und Wissenschaft kultivierten und die Segnungen des Friedens genossen, an der Seite der Kämpfer zu stehen und insgeheim mit deinem Jesuitenbruder zusammenzuarbeiten, der auf der anderen Seite tätig sein mag, öffentlich als Gegner dessen, womit du verbunden bist, nur damit die Kirche am Ende als Gewinner hervorgeht, durch die Konditionen, die in den Friedensverträgen festgehalten werden, so dass der Zweck letztendlich die Mittel heiligt. Dir sind deine Pflichten als Spion beigebracht worden. Alle Statistiken, Fakten und Informationen, auf die du Zugriff hast, aus jeder Quelle zu sammeln. Dich einzuschmeicheln in das Vertrauen des familiärsten Kreises von Protestanten und Heretikern, jeder Klasse und jedes Charakters, ebenso von den Händlern, von Bankern, von Anwälten, in den Schulen und Universitäten, in den Parlamenten und Legislaturen, den Gerichten und Ratsversammlungen des Staates und jede erdenkliche Sache für alle Menschen zu sein, zum Wohle des Papstes, dessen Diener wir bis zum Tode sind. Du hast bisher sämtliche deiner Instruktionen als Novize erhalten, als Anfänger, als Hilfsbeschwörer, hast als Beichtvater und Priester gedient, aber du bist nicht mit allem ausgestattet worden, das nötig ist, um in der Armee des Loyola im Dienste des Papstes ein Kommando zu führen. Du musst eine angemessene Zeit lang als Instrument und Henker dienen, wie es deine Vorgesetzten anordnen, denn ohne das Vergießen von Blut kann kein Mensch gerettet werden. Deshalb wirst du, um deiner Arbeit gerecht zu werden und deine Erlösung sicherzustellen, in Ergänzung zu deinen früheren Schwüren des Gehorsams gegenüber dem Orden und Gefolgschaft zum Papst, mir nachsprechen. Ich, Jorge Mario Bergoglio, oder Name des zukünftigen Mitglieds der Jesuiten, verkünde und schwöre, in der Gegenwart des allmächtigen, mächtigen Gottes, der heiligen Jungfrau Maria, des gesegneten Erzengels Michael, des seligen Täufers Johannes, der heiligen Apostel Petrus und Paulus und all der heiligen und sakralen himmlischen Heerscharen und für dich, mein geistlicher Vater, oberster General der Gesellschaft Jesu, gegründet durch den heiligen Ignatius von Loyola im Pontifikalamt von Paul III. Und bis heute fortbestehend bei dem Mutterleib der Jungfrau, der Matrix Gottes und dem Stab Jesu Christi, dass seine Heiligkeit, der Papst, der Vizeregent Christi, das wahre und einzige Haupt der katholischen und universellen Kirche der gesamten Erde ist.
und dass er aufgrund des Schlüssels zum Binden und Lösen, der seiner Heiligkeit durch meinen Erlöser Jesus Christus gegeben worden ist, die Macht hat, ketzerische Könige, Prinzen, Staaten, Gemeinwesen und Regierungen aus dem Amt abzusetzen, die alle illegal sind, ohne seine heilige Bestätigung, und dass sie mit Sicherheit vernichtet werden mögen. Weiter erkläre ich, dass ich diese Lehre der Rechtmäßigkeit und des Gewohnheitsrechts seiner Heiligkeit verteidigen werde gegen alle Thronräuber häretischer oder protestantischer oder sonstiger Autoritäten, vor allem der Lutheraner Deutschlands, Hollands, Dänemarks, Schwedens und Norwegens und gegen die derzeit geheuchelte Autorität sowie die Kirchen Englands und Schottlands und Zweige dieser in Irland, auf dem amerikanischen Kontinent und überall sonst. Und gegen alle Anhänger, sofern sie der heiligen Mutterkirche Roms feindlich und häretisch entgegenstehen. Ich verspreche und erkläre hiermit, dass ich jeglichen Gehorsam gegenüber häretischen Königen, Prinzen und Staaten, die sich protestantisch oder liberal nennen, verneine und verweigere, ebenso wie den Gehorsam gegenüber Gesetzen, Magistraten und Offizieren. Außerdem erkläre ich die Doktrin der Kirchen von England und Schottland, von den Calvinisten und Hugenotten und anderen, die sich Protestanten oder Liberale nennen, für schändlich und diejenigen für verdammt, die diese nicht in gleicher Weise aufgeben. Außerdem erkläre ich, dass ich allen Agenten seiner Heiligkeit helfen, assistieren und mit Rat zur Seite stehen werde, an jedem Ort, wo auch immer ich sein sollte, in der Schweiz, Deutschland, Holland, Dänemark, Schweden, Norwegen, England, Irland, Amerika und in jedem anderen Königreich oder Gebiet, das ich aufsuchen werde und mein Äußerstes tun werde, um die Lehren der Protestanten oder Liberalen auszurotten und all ihre vorgebliche Macht, ihr Königtum oder Sonstiges zu zerstören. Außerdem verspreche und erkläre ich, dass ich nichtsdestotrotz meine Religion für die Propaganda der Interessen der Mutterkirche ketzerisch annehmen werde und die Pläne all ihrer Agenten geheim und vertraulich halten werde, wenn sie mir von Zeit zu Zeit Instruktionen geben mögen, und dass ich diese nicht direkt oder indirekt durch Wort oder Schrift oder irgendwelche Umstände preisgebe, sondern alles ausführe, was du, mein geistlicher Vater, mir vorschlägst, aufträgst oder offenbarst oder ein anderer des Heiligen Bundes. Weiter verspreche ich, dass ich keine eigene Meinung oder eigenen Willen haben will oder irgendeinen geistigen Vorbehalt, selbst als Leiche oder Kadaver, perende ac cadaver, sondern ohne zu zögern absolut jedem Befehl gehorche, den ich von meinem Obersten in der Armee des Papstes und Jesu Christi empfangen möge. Dass ich zu jedem Teil der Erde, wohin auch immer, ohne zu murren oder zu klagen gehen werde, zu den gefrorenen Regionen des Nordens, dem brennenden Sand der afrikanischen Wüste, den Dschungeln Indiens, den Zentren der Zivilisation Europas oder zu den wilden Orten der barbarischen wilden Amerikas und in allen Dingen unterwürfig sein werde, was auch immer mir übertragen wird. Außerdem verspreche ich, dass ich, wenn sich Gelegenheit bietet, geheim oder offen, unbarmherzigen Krieg gegen alle Ketzer, Protestanten und Liberale führe und unternehme, wie es mir zu tun befohlen ist, um sie vom Angesicht der Erde auszurotten und auszulöschen. Und ich will weder vor Alter, Geschlecht oder sonstigen Umständen Halt machen. Und ich werde diese niederträchtigen Heretiker hängen, kalt machen, kochen, häuten, erwürgen und lebendig begraben, die Bäuche ihrer Frauen aufschlitzen und die Köpfe ihrer Kinder gegen die Wand schlagen, um ihre abscheuliche Brut für immer zu vernichten. Und dass, wenn ich nicht öffentlich umbringen kann, ich einen heimlich vom vergifteten Kelch, vom Galgen, vom Dolch oder der bleiernen Kugel Gebrauch machen werde,
ungeachtet der Ehre, des Ranges, der Würde oder der Autorität der Person bzw. Personen, wie auch immer sie in der Öffentlichkeit oder im privaten Leben gestellt sein mögen, so wie mir zu jedweder Zeit von irgendeinem Agenten des Papstes oder Oberhaupt der Bruderschaft des Heiligen Glaubens der Gesellschaft Jesu befohlen wird. Zur Bestätigung dessen widme ich hiermit mein Leben, meine Seele und all meine körperliche Kraft, und mit diesem Dolch, den ich nun erhalte, werde ich mit meinem eigenen Blut mit meinem Namen unterschreiben, um dieses zu bezeugen, und sollte ich mich als falsch oder schwach hinsichtlich meiner Überzeugung herausstellen, mögen meine Brüder und brüderlichen Soldaten der Miliz des Papstes mir meine Hände und Füße abschneiden und meine Kehle von Ohr zu Ohr, meinen Bauch öffnen und Schwefel darin verbrennen mit all der Bestrafung, die mir auf Erden zugefügt werden kann, und meine Seele soll in einer ewigen Hölle vor alle Zeiten von Dämonen gequält werden. All dies schwöre ich, Jorge Mario Bergoglio, bei der heiligen Dreieinigkeit und den gesegneten Sakramenten, die ich nun erhalten werde, um tätig werden zu können, und die ich meinerseits als unantastbar bewahren werde, und ich rufe die himmlischen und glorreichen Heerscharen des Himmels, das allerheiligste Sakrament des Abendmahls zu bezeugen, und darüber hinaus das Niederschreiben meines Namens mit der Spitze des Dolches durch mein eigenes Blut, besiegelt in der Gegenwart dieses heiligen Bundes. Er erhält vom Vorgesetzten die Oblate, Eucharistie, und schreibt seinen Namen mit der Spitze des Dolches in sein eigenes Blut getaucht, das von oberhalb seines Herzens entnommen wird. Der General spricht. Du wirst nun aufstehen, und ich werde dich mit den Katechismen vertraut machen, deren Kenntnis für jedes Mitglied der Gesellschaft Jesu deines Ranges notwendig ist. Zuallererst werdet ihr als Jesuitenbrüder einander gegenseitig bekreuzigen, wie es jeder römische Katholik machen würde. Dann überkreuzt einer seine Handgelenke mit den Handinnenflächen offen, und der andere überkreuzt als Antwort seine Füße, einer über den anderen. Der erste zeigt mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf die Mitte der Handinnenfläche der linken Hand, der andere zeigt mit dem Zeigefinger der linken Hand auf die Handinnenfläche der rechten Hand. Der erste macht mit seiner rechten Hand einen Kreis um seinen Kopf und berührt ihn. Der andere berührt dann mit seinem Zeigefinger der linken Hand die linke Seite seines Körpers direkt unter seinem Herzen. Dann legt der erste seine rechte Hand über die Kehle des anderen und der zweite seinen Dolch unten an den Bauch und Unterleib des ersten. Dann sagt der erste Iustum und der andere Necar. Und der erste, Reges. Dann zeigt der erste auf ein kleines Stück Papier mit einer besonderen vierfachen Faltung, das der andere der Länge nach durchschneidet und bei der Öffnung den Namen Jesu dreifach geschrieben auf dem Kopf und den Armen eines Kreuzes findet. Dann wirst du die folgenden Fragen erhalten und erwidern. Woher kommst du? Vom heiligen Glauben. Wem dienst du? Dem Heiligen Vater in Rom, dem Papst und der römisch-katholischen Kirche universal in der ganzen Welt. Wer kommandiert dich? Der Nachfolger vom heiligen Ignatius Loyola, dem Gründer der Gesellschaft Jesu oder den Soldaten Jesus Christus. Wer hat dich empfangen? Ein ehrwürdiger Mann mit weißem Haar. Wie? Mit einem nackten Dolch. Ich kniete auf dem Kreuz unter dem Banner des Papstes und dem unseres heiligen Ordens. Hast du einen Schwur abgelegt? Ich tat es, um Ketzer und ihre Regierungen und Herrscher zu zerstören und weder Alter, Geschlecht noch oder Zustand, Position zu schonen. Zu sein wie eine Leiche, ohne eigene Meinung oder eigenen Willen, aber um stillschweigend in allen Dingen meinen Obersten zu gehorchen, ohne zu zögern oder zu murren. Wirst du das tun? Ich werde. Wie wirst du reisen? In der Barke von Petrus dem Fischer. Wohin wirst du reisen? Zu den vier Quartieren der Erde.
Zu welchem Zwecke? Um den Befehlen meines Generals und meiner Vorgesetzten zu gehorchen und den Willen des Papstes auszuführen und treu die Konditionen meines Eides zu erfüllen. Geh dann jetzt in die ganze Welt und nimm Besitz von allen Ländern im Namen des Papstes. Derjenige, der ihn nicht als Stellvertreter Jesu und seinen Regenten auf Erden akzeptiert, lass ihn verflucht und ausgerottet werden. Das war der Eid der Jesuiten, den Jorge Mario Bergoglio, hier im Bild, der erste Papst auf dem weißen Papststuhl, also der erste weiße Papst, der Vicarius Filii Dei, so wie wir ihn kennen, der diesen Eid abgelegt hat. Das muss man sich immer vor Augen halten, wenn man irgendwo etwas über den Papst liest. Der Papst hat dies gesagt, der Papst hat das gesagt. Dann müssen wir uns davon bewusst sein, dass der Papst eine Person ist, der den Eid der Jesuiten abgelegt hat, wo er in einer Zeremonie teilgenommen hat, in der er sagt, Iustrum necer reges impius, es ist gerecht, pietätlose und heretische Könige, Regierungen und Herrscher auszulöschen oder zu zerstören. Deswegen werden solche Könige wie zum Beispiel Abraham Lincoln, John F. Kennedy und andere ausgelöscht, weil sie eben der Autorität des Papstes nicht mehr gehorcht haben. Und jetzt gehen wir in eine Analyse dessen, was während dieses Eides gesprochen wird. Bevor wir das machen, suche ich mir eben hier ein Bild raus, was man da... Das passt ja ganz gut dazu. Na? Mein Sohn, bislang wurdest du gelehrt, als Heuchler zu agieren, unter römischen Katholiken ein römischer Katholik und auch unter deinen Brüdern ein Spion zu sein. Das heißt, als Jesuit kann ich niemandem trauen. Ich kann selbst Katholiken, ich kann selbst meinem jesuitischen Bruder nicht vertrauen. Keinem Menschen zu glauben, keinem Menschen zu trauen, das wurdest du bisher gelehrt. Unter den Reformern musstest du ein Reformer sein. Unter den Hugenotten ein Hugenotte. Die Hugenotten, für diejenigen, die es nicht wissen, sind diejenigen, die die Protestanten waren in Frankreich und die am 24. August 1572 in dem St. Bartholomäus-Massaker innerhalb von einem Monat, in dem Zeitpunkt beginnend, mit mehr als 100.000 Menschen abgeschlachtet worden. Das war Inquisition pur auf Basis von Glaube. Das heißt, dass die römisch-katholische Kirche sich das Recht nimmt, jeden, der ihrem Glauben nicht folgt, umzubringen. Inri. Und dabei geht es hier um Könige, Regierungen und Herrscher. Aber es geht eben um alle Heretiker. Es geht nicht nur darum, die ganze Inquisition geht ja nur darum, sogenannte Heretiker, Andersgläubige, diejenigen, die nicht dem Glauben der römisch-katholischen Kirche folgen, umzubringen und auszulöschen. Also unter den Reformern ein Reformer zu sein, unter Hugenotten ein Hugenotte zu sein, das heißt, dir wurde gelehrt, dich deiner Umgebung anzupassen wie ein Chamäleon. Wenn du unter Hugenotten bist, dann bist du ein Hugenotte. Unter Calvinisten bist du ein Calvinist. Hauptsächlich unter Protestanten bist du eben ein Protestant. Ja, aber wie kann ich denn dann die Lehre der römisch-katholischen Kirche lehren? Da kommen wir später noch zu. Wenn nicht in diesem Eid, dann in einer anderen, an einer anderen Stelle. Weil die Jesuiten, denen wird gelehrt, wenn sie unter den Calvinisten sind, dann lehren sie Lutheranismus. Und wenn sie unter Lutheraner sind, dann lehren sie Calvinismus oder Methodismus oder Baptismus. Immer eine andere Lehre vertreten, aber eine protestantische Lehre, eben Protestant unter Protestanten zu sein. Aber durch diese Infiltration und durch diese Falschlehren zu verbreiten, eben diese ganzen Denominationen oder Glaubensrichtungen im Grunde zu zerstören.
ihr Vertrauen zu erlangen und danach zu streben, von ihren Kanzeln zu predigen und mit aller Vehemenz, die in deiner Natur liegt, unsere heilige Religion, nicht die Religion, den Glauben des Schöpfergottes und seines Sohnes Jesus Christus, sondern die Religion der römisch-katholischen Kirche. Wobei wir ja wissen, nachdem wir von Babylon nach Rom gelesen haben, dass die römisch-katholische Kirche ihre Wurzeln in Babylon hat. Also unsere heilige babylonische Religion und den Papst zu beschuldigen und sogar so niedrig zu sinken. Und jetzt kommt's. Ein Jude unter Juden zu werden, so dass es dir gelingen kann, alle Informationen zum Wohle deines Ordens als ein treuer Soldat des Papstes zu sammeln. Dieser Satz, und sogar so niedrig zu sinken, ein Jude unter Juden zu werden, da gibt es ein sehr schönes Beispiel von. Ich werde mal eben sehen, ob ich das Buch mal eben raussuchen kann hier. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Jesuiten Ben Ezra. Ah, das ist der Computer, ist hier jetzt ein bisschen langsam, das tut mir leid. Aber der hat ein Buch geschrieben, also er ist ein Jesuit und er hat sich ausgegeben für einen Juden, ja, Manuel de la Cunza, Rabbi Ben Ezra. Ja, müssen wir nur mal eben sehen, die Bilder hier endlich fertig sind. Das ist natürlich in Englisch, also werde ich mal eben sehen, inwieweit ich euch erzählen kann, was hier drin steht. Ben Ezra war wahrscheinlich unter Einfluss von Riberas Kommentar. Hier sprechen wir also über Francisco Ribera, der die futuristische Lehre des Antichristen 1591 ja vertreten hat in seinen Schriften. Ja. Und dieser Ben Ezra war wahrscheinlich unter dem Einfluss von Riberas Kommentar und auch Kardinal Bellarmine, die beide dasselbe glaubten. Ben Ezras Kommentar wurde publiziert 1812 und hat so unglaublichen Einfluss gehabt auf Edward Irving, der das aus dem Spanischen übersetzt hatte in 1827. Und Irving wollte dann lesen, Irving would have then read of the splitting of the single return of Christ into two comings. Ja, also der Ben Ezra hat im Grunde geschrieben, dass wenn Jesus zurückkommt, dass das nicht in einem Augenblick passiert, sondern dass es in zwei verschiedene Momente aufgesplitzt wird, aufgeteilt wird. Und es war kurz danach, dass er begann, diese Ideen nach vorne zu bringen. Wollen wir mal eben schauen, ob das andere Bild hier auch von dem Ben Ezra... Nee, da brauche ich wohl ein anderes hier. Das ist der Rabbi Ben Ezra. Und dieser Rabbi Ben Ezra ist im Grunde ein Jesuit. Das heißt, ein Jesuit, der sich ausgegeben hat als jüdischer Rabbi und das Buch geschrieben hat, das Kommen von Jesus Christus in all seiner Herrlichkeit. Ich komme jetzt nicht genau auf den genauen Namen, das müsste ich dann nochmal nachschauen. Aber das ist jetzt auch gar nicht der Punkt. Ihr könnt ja selbst mal nachgucken. Manuel de la Cunza und Ben Ezra. Ja, man kann ja auch selbst mal ein bisschen seine Nachforschung anstellen. Und in diesen Fällen ist es also nachweislich so, dass man eben ein Jude unter den Juden wird. Und ein anderes Beispiel möchte ich da gerne nochmal für nennen. Wie hier im Grunde im Eid der Jesuiten halt gesagt wird, so niedrig zu sinken, ein Jude unter Juden zu sein. Das heißt, die Juden werden missbraucht von den Jesuiten, um ihre Agenda durchzusetzen. Und deswegen können wir auch in der Bibel schon lesen. Ich meine, es ist in Römerbrief Kapitel 10. Bin jetzt nicht ganz sicher, wo das da genau ist, dass wir die Juden zur Eifersucht reizen müssen. Ja? Warum? Weil wir unsere Errettung zu danken haben, dadurch, dass die Juden damals gefallen waren, weil sie eben Jesus nicht akzeptiert hatten. Ist das Römer 10 oder Römer 11? Ja, kann ich jetzt eben auf die Schnelle so nicht finden. Das ist Römer 10, Römer 11, das ist hier die Schlachterbibel, finde ich jetzt eben nicht. Aber ganz wichtig ist eben der Punkt, dass wir verstehen, dass die Jesuiten bereits in ihrem Eid lehren, so zwischen Anführungszeichen niedrig zu sinken, als ein Jude unter Juden zu werden.
nach dem Motto, was machen Sie denn dann? Wenn sich ein Jesuit als ein Jude ausgibt, dann ist er kein Jude, sondern er tut nur so. Aber die Politik, die er vertritt, die Meinungen, die er vertritt, die Lehren, die er vertritt, die Lehren, die er lehrt, sind das dann jüdische Lehren oder sind das jesuitische Lehren? Sind das dann Lehren im Auftrag des Papstes oder sind das Lehren im Auftrag von Bibi Netanyahu? Sage ich jetzt mal so ganz platt. Denkt doch mal eben für euch selber. So, dass es dir gelingen kann, alle Informationen zum Wohle deines Ordens als ein treuer Soldat des Papstes zu sammeln. Die ganzen Nachrichtenagenturen, die wir auf dieser Welt haben. CIA, die CIA wurde errichtet von dem deutschen Reinhard Gehlen in Zusammenarbeit mit Wild Bill Donovan, einem Malteserritter. Reinhard Gehlen war auch ein Malteserritter. Aus dem OSS, dem Office of Security, wie heißt das? Strategic Office of Security, aus dem Zweiten Weltkrieg, ging die CIA hervor. Eine der größten Nachrichtenagenturen der Welt, die man Central Intelligence Agency nennen kann, die man aber auch nennen kann Catholics in Action. Und das bin nicht nur ich, der das sagt, das sind eine ganze Menge andere Leute, die das auch sagen. Von denen habe ich das übrigens. CIA, Katholiken in Aktion. NSA, aber auch die Deutschen. MAD, BND, Deutscher Verteidigungsdienst. Der Mossad, der MI5, der MI6, der KGB. Oder wie der heute heißt, der KGB ist ja noch der alte Name, die heißen seit den 90er Jahren, haben die ja einen anderen Namen. All diese Nachrichtenorganisationen allesamt sind unter der Hut von den Jesuiten. Der Vatikan und dem sein Außenministerium im Vatikan selber ist die Zentrale aller Nachrichtenorganisationen weltweit. Im Orden fahren wir fort, also im Orden sage ich schon, im Eid fahren wir fort. Dir wurde beigebracht, heimtückisch den Samen des Neides und Hasses in Gemeinschaften, Provinzen und Staaten zu säen, die sich im Frieden befanden, sie zu blutigen Taten zu animieren, in gegenseitige Kriege zu treiben und Revolutionen sowie Bürgerkriege in Ländern anzuzetteln, die unabhängig und wohlhabend waren, unabhängig von Rom, die Kunst und Wissenschaft kultivierten und die Segnungen des Friedens genossen. Das heißt, wenn ich irgendwo als Jesuit einer Nation begegne, einer Gegend begegne, wo sie die Segnungen des Friedens genießen, was muss ich dann machen? Zwietracht säen und Feindschaft säen, dass am Ende die Kirche gewinnt, und zwar auf eine Art und Weise, dass der Zweck letztendlich die Mittel heiligt. Mit anderen Worten, jedes Mittel ist recht, um das Ziel zu erreichen, dass am Ende die römisch-katholische Kirche vorteilhafter dasteht. Und die römisch-katholische Kirche kann nur vorteilhaft dastehen, wenn es mir gelingt, unabhängige und florierende Staaten, die den Segen des Friedens genießen, unter das Joch Roms zu bringen. Da geht es drum. An der Seite der Kämpfer zu stehen und insgeheim mit deinem Jesuitenbruder zusammenzuarbeiten, der auf der anderen Seite tätig sein mag, öffentlich als Gegner dessen, womit du verbunden bist, nur damit die Kirche am Ende als Gewinner hervorgeht, durch die Konditionen, die in den Friedensverträgen festgehalten werden, so dass der Zweck letztendlich die Mittel heiligt. In welchen Friedensverträgen, könnt ihr jetzt fragen? Es gab da drei wichtige Konferenzen im 19. Jahrhundert. Es gab den Kongress von Wien, von Verona und von Chiri. Allemal zwischen 1815 und 1825. Erkundigt euch da mal. Die Friedensverträge. Da geht es drum. So, dass der Zweck letztendlich die Mittel heiligt. Mit anderen Worten,
mit deinem Jesuitenbruder zusammenzuarbeiten, der auf der anderen Seite tätig sein mag. Das heißt, auf der einen Seite habe ich Präsident Trump in Amerika und auf der anderen Seite habe ich Präsident Putin in Russland. Die beiden sind Puppen in den Händen ihrer jesuitischen Führer, die über ihnen stehen. Und die beiden Puppen führen das Spiel aus, das die beiden da drüber wollen. Ob der amerikanische gewinnt oder ob der russische letztendlich gewinnt, das spielt keine Rolle. Am Ende wird die Kirche der Sieger sein. Ja? Am Ende wird die Kirche gewinnen. Womit du verbunden bist, nur damit die Kirche am Ende als Gewinner hervorgeht, wie wir hier lesen. Der Zweck heiligt die Mittel. Welches Mittel auch gebraucht werden muss, wenn die Kirche am Ende als Gewinner hervorgeht, dann sind alle Zwecke heilig. Mord, Totschlag, Erpressung, Wirtschaftskrieg, überhaupt Krieg. Selbst atomarer Krieg, alles, jeder Zweck heiligt die Mittel, dass die Kirche am Ende als Gewinner hervorgeht. Das schwören Jesuiten, wenn sie in den Rang eines Befehlsgebers kommen. Dir sind deine Pflichten als Spion beigebracht worden, alle Statistiken, Fakten und Informationen, auf die du Zugriff hast, aus jeder Quelle zu sammeln, dich einzuschmeicheln in das Vertrauen des familiärsten Kreises von Protestanten und Heretikern, jeder Klasse und jedes Charakters, ebenso den von Händlern, von Bankern, von Anwälten, in den Schulen und Universitäten, Lehrer und Direktoren, in den Parlamenten, Abgeordnete und diejenigen, die an der Regierungsmacht stehen, Legislaturen, selbst in den Gerichten. Das sind Richter auf der einen Seite, das sind Staatsanwälte auf der anderen und das sind sogenannte Anwälte, Rechtsanwälte auf der anderen Seite. Und Ratsversammlungen des Staates und jede erdenkliche Sache für alle Menschen zu sein, zum Wohl des Papstes, dessen Diener wir bis zum Tode sind. Mit anderen Worten, ein Jesuit dieses vierten Eides ist ein Chamäleon. Er nimmt jede erdenkliche Form und Farbe an, denn der Zweck, dass die Kirche am Ende als Gewinner hervorgeht, heiligt die Mittel. Und so werden der Handel infiltriert, so werden Banken infiltriert, Anwaltskanzleien, Schulen, Universitäten, Parlamente, Legislaturen, Gerichte, Ratsversammlungen. Jeder erdenkliche Punkt unseres säkularen Lebens wird auf diese Art und Weise von Jesuiten kontrolliert. Und dafür, und das war Loyola schon klar, als er 1540 die Jesuiten gründete, braucht er eine bestimmte Säkularisierung des Ordens, des Militärordens. Lasst uns bitte niemals vergessen, meine lieben Zuschauer, wir sprechen über einen Militärorden. Regimini militantis ecclesiae. Ich hole das Bild hier nochmal eben ran, sonst glaubt mir das ja wieder doch keiner. Ja? Regimini militantis ecclesiae. Das ist die Bulle, die päpstliche Bulle, mit der Papst Leo III. Damals die Jesuiten bestätigt hat. Und das kann man nachlesen. Regimini militantis ecclesiae. Das ist die Bulla prima institutionis. Das heißt, die instituierende Bulle von Paul dem III. Es ist ein militärischer Orden. Es ist ein militärisches Vorgehen. Wir lesen hier einen militärischen Eid. Dagegen ist der Eid, den ich damals als zeitlicher Soldat der Bundeswehr abgehalten habe, Pipifax gegen. Ich schwöre Treue der Bundesrepublik Deutschland, bla bla bla, was ich damals erzählt habe. Pipifax. Hier geht es um einen Orden, absolute Gehorsamkeit gegenüber dem Papst. Und ich kann tausendmal gegenüber dem weißen Papst mein Gehorsam schwören,
Mein schwarzer Papst steht immer an erster Stelle. Und wenn der schwarze Papst den weißen Papst in der Hand hat, dann ist es sowieso egal. Gell? Jede erdenkliche Sache für alle Menschen zu sein. Wie ein Chamäleon kann ich sein. Ich kann alles. Ich bin alles für jeden. Ja? So steht es hier. Jede erdenkliche Sache für alle Menschen zu sein. Ich bin alles für jeden. Ich bin nichts für mich selbst. Ich gebe mich selbst komplett auf für die Sache. Für den Orden. Für den Militärorden der Jesuiten. Du hast bisher sämtliche deiner Instruktionen als Novize erhalten. Als Anfänger, Hilfsbeschwörer, Beichtvater und Priester gedient, aber bist nicht mit allem ausgestattet worden, was nötig ist, zu einer Armee um in der Armee des Loyola im Dienste des Papstes ein Kommando zu führen. Nein, das nennt man Compartmentalization im Englischen. Kompartimentalisierung. Oder wie man das nennt, Schubladendenken. Die Leute in Schubladen stecken. Jeder weiß nur so viel, wie er wissen muss, um seine Aufgabe zu erfüllen. Ja? Du musst eine angemessene Zeit als Instrument und Henker dienen. Wenn du kein Blut vergessen hast von Heretikern, wenn du kein Blut vergossen hast von sogenannten Infidels, ja, von den Ungläubigen, die nicht der römisch-katholischen Kirche angehören, wenn du von denen kein Blut vergossen hast, dann kannst du nicht in eine leitende Position in den Militärorden der Jesuiten kommen. Jorge Mario Bergoglio und seine Rolle im schmutzigen Krieg in Argentinien in den 80er Jahren. Erkundigt euch da mal, ist im Internet sehr gut zugänglich. Da hat er sich seine Spuren mit verdient. Ja? Denn ohne das Vergießen von Blut kann kein Mensch gerettet werden. Ja, aber Jesus hat alles nötige Blut vergossen für uns, für unsere Rettung. Aber dafür müssen wir in ihn glauben und nicht in einen General eines militärischen Jesuitenordens. Deshalb wirst du, um deiner Arbeit gerecht zu werden und deine Erlösung sicherzustellen, in Ergänzung zu deinen früheren Schwüren des Gehorsams gegenüber dem Orden und Gefolgschaft zum Papst mir nachsprechen. Und dann kommt's. In der Gegenwart des allmächtigen Gottes. Es wird hier nicht erwähnt, um welchen Gott es sich handelt. Und das ist ein oft übersehener Punkt von Menschen, die diesen Eid lesen. Wir sprechen hier vom Gott des Katholizismus und das ist Satan. Wir sprechen nicht vom Gott der Bibel. In Gegenwart der Allmächtigen, der heiligen Jungfrau Maria. Also, als Maria gestorben war, war sie keine Jungfrau mehr. Ja? Und heilig, naja, das will ich ihr nicht absprechen. Heilig sind diejenigen, die Jesus gefolgt haben und sie hat in ihrem Leben ihren Sohn gefolgt. Des gesegneten Erzengels Michael, des seligen Täufers Johannes, der heiligen Apostel Petrus und Paulus, und das ist ganz wichtig hier, weil die im Heiligen Römischen Reich Remus und Romulus ersetzten. Das ist das, wo die römisch-katholische Kirche sich mit dem, wie sagt man das so schön, mit dem Tuch des Christentums versteckt hat, das heidnische Römische Reich. Die haben Remus und Romulus zur Seite genommen und gesagt von, okay, Remus und Romulus, das sind jetzt Petrus und Paulus aus dem Christentum. Und all der heiligen und sakralen himmlischen Heerscharen und für dich, mein geistlicher Vater, oberster General der Gesellschaft Jesu, gegründet durch den heiligen Ignatius von Loyola im Pontifikalamt von Paul dem III. Und bis heute fortbestehend bei dem Mutterleib der Jungfrau, der Matrix Gottes und dem Stab Jesu Christi, dass seine Heiligkeit, der Papst, der Vizeregent Christi, das wahre und einzige Haupt der katholischen und universellen Kirche der gesamten Erde ist. Und dass er aufgrund des Schlüssels zum Binden und Lösen, der seiner Heiligkeit durch meinen Erlöser Jesus Christus gegeben worden ist, die Macht hat, ketzerische Könige, Prinzen, Staaten, Gemeinwesen und Regierungen aus dem Amt abzusetzen, die alle illegal sind, ohne seine heilige Bestätigung. Und dass sie mit Sicherheit vernichtet werden mögen. Also. Die Macht hat. Und ich werde gleich Pause machen und dann machen wir im zweiten Teil weiter. Deswegen erscheint in katholischen Kirchen, wo Jesus am Kreuz hängt, das Zeichen Inri, von dem ich vorhin ja schon gesprochen hatte, oben am Kreuz, als Ermächtigung des Stellvertreters Christi auf Erden, um eben dies zu tun. Ketzerische Könige, Prinzen, Staaten, Gemeinwesen und Regierungen aus dem Amt abzusetzen.
Der Papst hat die Macht, weil ihm die Macht durch die Leute gegeben wird. Und wie heißt es so schön in Offenbarung 13, wenn wir da mal eben hingehen? Offenbarung 13. Und das Tier, das ich sah, war einem Panther gleich, und seine Füße waren die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Das heißt, das Tier, das ich sah, war einem Panther gleich, das ist das griechische Königreich. Seine Füße waren die eines Bären, das ist das medopersische Königreich. Und sein Rachen wie ein Löwenrache, das ist Babylon. Und der Drache, und das ist der Teufel, gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und wie wir dann später in Kapitel 17 lesen können, dass die Könige sich wunderten und alle hinter dem Tier herstarrten und gesagt haben, wer kann Krieg mit ihm machen? Wer kann Krieg mit ihm führen? Ja? Das ist die Macht des Papstes. Könige, Prinzen, Staaten, Gemeinwesen, Regierungen aus dem Amt abzusetzen, die nicht vom Papst ermächtigt sind. Deswegen sind die ganzen Politiker heutzutage, die vom Papst ermächtigt sind, eben auch an der Macht. Und sobald sie aus der Reihe tanzen oder dem Papst eben nicht mehr gehören, werden sie abgesetzt. Und zwar auf Arten und Weisen, die wir im zweiten Teil dieses Videos besprechen. Ich gehe ab dem Schwur der höchsten Weihe der Jesuiten, was wir hier lesen, im zweiten Teil nochmal ein. Und werde alles das, was ich im ersten Teil auf den folgenden 4 Seiten dieses Eides gelesen habe, analysieren und besprechen. Es war mir die Idee, ein Video zu machen, in dem ich den Eid nicht nur bekannt mache, das ist ja auch auf anderen Plätzen schon passiert, das ist ja nicht speziell für mich, aber dass ich eben auch diesen Eid bespreche. Da wir aber schon über eine Stunde in diesem Video sind, möchte ich davon Abstand nehmen, das in einem Video zu machen, und werde auf ein nächstes Video vertrösten und werde da den Schwur der höchsten Weihe der Jesuiten, was jetzt kommt auf dieser Seite und was wir hier schon gelesen hatten, wo ich jetzt mal eben runterscrolle, all diese Dinge nachher nochmal in Ruhe lesen und besprechen, erklären, erläutern, dass jeder ganz genau weiß, was mit diesen Worten auch tatsächlich gemeint ist. Und dann, denke ich, kommen wir ganz schnell zu dem Schluss, dass wir feststellen können, dass es sich hier nicht um die Kirche von Jesus Christus handelt. Eine Kirche, die einen Militärorden ins Leben ruft, der nach diesem Eid handelt. Diese Kirche und dieser Orden können nicht von dem Jesus Christus der Bibel sein. Darüber mehr im zweiten Teil. Für diesen ersten Teil bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen, auch für eventuelle Kommentare, und ich wiederhole nochmal, was ich früher schon gesagt hatte, beleidigende Kommentare werden gelöscht, ohne weitere Warnung, und die Leute, die beleidigen, werden von meinem Kanal gebannt. Ich höre mir das nicht an, das brauche ich nicht. Auf meinen Kanal kommen die Leute, die wirklich die Wahrheit suchen wollen. Und wer Fragen hat, kann sie immer gerne offen stellen. Und ehrliche Fragen werde ich auch immer ehrlich beantworten. Also, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und ach ja, jetzt habe ich euch ja den Film gar nicht gezeigt. Das wollte ich ja eigentlich während des Vorlesens, wollte ich das laufen lassen, dass ihr euch das mal anschaut. Warum läuft das denn jetzt nicht hier? Läuft doch jetzt, ne? Von Amy2x, ne? Mit deutschen Untertiteln. Und, ach, das ist jetzt aber hier. Das ist der ganze Film. Ja, das war jetzt nicht die Absicht. Ich habe da extra einen Ausschnitt rausgezogen. Da geht es um den Eid der Jesuiten. Aber gut, das könnt ihr dann halt so im Internet suchen. Ihr seht hier Amy2x geschrieben. Das könnt ihr im Internet raussuchen. A Lamp in the Dark, The Untold History of the Bible 2009, German Subtitles. Und ich werde im zweiten Teil, werde ich diesen Film, während ich das hier bespreche, nebenbei laufen lassen. Und zwar nicht den ganzen Film, sondern den Ausschnitt, wo es um den Ausschnitt geht des Jesuiteneides. Das ist bei 2 Stunden und 5 Minuten oder sowas ungefähr. Aber das ist dann halt fürs nächste Mal. War ja auch wieder typisch, dass ich so lange gebraucht habe. Ich fand die Einladung wichtig.
Ich fand es wichtig, dass ihr dabei geblieben seid und dass, wenn ihr es versteht, dass wir alles verstehen. Die Lüge wird so oft wiederholt, die Wahrheit kann man gar nicht oft genug wiederholen. Nur die Wahrheit wird viel zu wenig gesagt. Und ich hoffe, dass ihr mit dem Lesen des Eides heute schon mal einen Vorgeschmack bekommen habt auf das nächste Video, den zweiten Teil, weil das werde ich direkt nach diesem ersten Teil dann veröffentlichen. Das wird das nächste Video sein, das auf meinem Kanal veröffentlicht wird. Dass wir da eben auch das auffolgen. Da werde ich keine große Pause zwischenlassen. Zwischen dem ersten und zweiten Teil höchstens 3 Tage, wie immer. Aber wenn dieser Teil hochgeladen ist, der nächste Teil, der hochgeladen wird, wird der Teil sein, den ich noch mache, der zweite Teil der Analyse dieses Jesuiteneides. Also, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und fürs Kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Gott möge euch schützen, behüten und segnen auf all euren Wegen. Jockler66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss. We must start at the foot of the cross. For our souls in danger, we're at loss. And when we kneel in that awesome place, at that very moment, you'll feel God's grace. Friend, let me tell you, you need to know, there is heaven, also hell below. Christ died on that cross to set you free from your vile sins and hell's agony. You're God's enemy without the cross. Reject Christ, and to God you're dross. Prison of hell he will send, just Christ's work on the cross makes amends. God hates those who try to enter in, the gates of heaven still full of sin. Only his Son can take sin away, go to the foot of the cross this day. God has provided only one way to enter heaven's wondrous array. Accept what Jesus did for us all. He paid our debt, so hell won't befall. Go to the foot of the cross this day. His precious blood washes sin away. We each need to think more of his cross. Without our Savior, we're total loss.